herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wie ihr seht, habe ich mich ein bisschen bewegt. Ich habe sogar mich nicht nur bewegt, sondern ich habe sogar schon ein bisschen weitergespielt gehabt. Nämlich eine Viertelstunde. Dann gab es einen Stromausfall, was dazu führte, dass mir das Spiel abstürzt, wenn man den Schnellspeicherstand, den ich kurz vorher gemacht habe, laden möchte. Das heißt, wir machen den ganzen Kram hier einfach nochmal. Ihr macht es das erste Mal, ich mache es das zweite Mal. Ja, keine Panik. Genau, denn zu Strike, zu dem wollen wir, meine Güte, so viel Chaos hier. Denn Strike hat Sachen, die wir kaufen wollen. Und damit wir das auch vernünftig hinbekommen, möchte ich gerne die hier nicht wegwerfen. Ich dachte, das wäre schon lange. Was ist jetzt los? Hä? Das war meins. Also, das ist meins gewesen. Okay, wir laden nochmal neu. Das wird ja immer besser hier. Meine Steuerung hatte sich auch komplett zurückgesetzt. Ich konnte nicht mehr mit... Die Maussteuerung war komplett aus. Keine Ahnung. Okay, also wir wollen... zu Shrike. Denn der hat Sachen, die wir gerne haben wollen. Dazu möchte ich aber diese hier. Die möchte ich gerne abwählen. So. Das ist der Plan. Warum, werdet ihr gleich sehen. Denn wir werden jetzt... Ich weiß noch nicht, ob das die richtige Sache ist, die ich jetzt mache. Aber... Achso, und wir müssen noch was machen. Hier nochmal uns angucken, was besser ist. Wir müssen uns nämlich jetzt entscheiden, ob wir die Wasserrobe oder die schwere Söldnerrüstung behalten wollen. Hier ist der Schutz vor Waffen um 5 geringer und der Schutz von Pfeilen auch. Dafür haben wir hier auch einen höheren Schutz vor Feuer und einen Schutz vor Magie. Aber ich würde doch eher dazu tendieren, bei dieser Rüstung hier zu bleiben. Ich hoffe, ich bereue das nicht, aber wir werden ansonsten jetzt erstmal, das ist übrigens auch falsch, die Rüstung der Wassermagier zwischenlagern. Und nein, jetzt muss ich das aufnehmen und dann kriege ich wieder Ärger, oder? Aber warte wieder die Sassonsliebe. Kriege ich jetzt Ärger, weil ich jetzt meine Waffe aufgehoben habe? Ich hoffe nicht. Bisher sind alle brav. Sharky, mit dir möchte ich gerne reden. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. So, denn Sharky hat so richtig gutes Zeug. Hier oben ist viel Müll. Die Tränke, die können wir noch gerne mitnehmen. Mal gucken, ob wir uns die leisten können. Ansonsten können wir hier unten mal ganz runter gehen. Und da sehen wir Donnerschlag. Und Donnerschlag machte 79 Schaden. Unsere jetzige Waffe macht so knapp über 50, 55 oder so. Da ist 79 halt schon massiv besser. Und was er auch hat, sind Hammer. Götterhammer, Kriegshammer, Orkhammer. 50, 51, 52. Vielleicht reicht uns doch der Orkhammer mit 50 Schaden. Ich denke schon. Aber das ist ein Hammer. So, und dafür brauchen wir jetzt 3585 Erz. Und wenn wir jetzt hier das alles rüber machen, was wir noch an Waffen haben, dann kommen wir auf 73. Und deswegen sehen wir uns dazu gezwungen, die Wasserrobe zu verkaufen. Dann werden wir unser gesamtes Erz rüberhauen müssen. Das tut schon ziemlich weh. Aber wir brauchen halt den Hammer für den Golem. Den können wir danach wieder verkaufen. Das ist kein Problem. Aber die Waffe, die wir da bekommen, ist halt... Die wir jetzt hier bekommen, die ist halt unglaublich gut. Mit den 79. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, dann können wir hier Fackeln verkaufen. Wir können das Zeug hier verkaufen. Das ist auch relativ viel wert. Dann können wir den Kram hier verkaufen. Den Dietrich brauchen wir noch. Dann sind wir schon mal bei 2500. Das heißt, wir müssen jetzt immer noch auf 1000 kommen. Und da hatte ich dann letztes Mal diese Schriftrollen hier verkauft. Verwandeln wollen wir uns nicht. Den Teleport zu dem Wassermagiern brauchen wir auch nicht mehr, weil wir haben ja oben den Zauber. Telekinese können wir auch nicht so richtig gebrauchen. So. Dann fehlt immer noch ein bisschen was. Ach ja, genau. Ich hatte das ganze rohe Fleisch, das wir mittlerweile angesammelt haben. Das sind über 200 Stück. Und dann sind wir schon fast am Ziel. Dann können wir eigentlich das Starkbier noch verkaufen. Ja, und dann haben wir es schon. So, Erz wieder zurück.
klar, dass das Ärger gibt. Annehmen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Und ich bereue das nicht am Ende. Aber wir haben halt jetzt eine richtig gute Waffe. Und einen richtig guten Hammer. Okay, speichern. So. Ach, ist das immer ärgerlich, wenn man so viel Spielfortschritt verliert. Genau, dann müssen wir jetzt Richtung Süden gehen und da werden wir jetzt eine Route nehmen. Mal gucken, vielleicht finde ich ja diesmal den richtigen Weg. Bin ich letztes Mal nämlich falsch abgewogen, als ich das hier gemacht habe. Ich war halt am Überlegen, ne? Nehme ich jetzt die Aufnahme, die ich schon hatte und spiele bis dahin nochmal oder mache das jetzt mit euch nochmal gemeinsam. Ich habe mich jetzt für Letzteres entschieden, falls das jetzt doch wieder ein bisschen anders läuft. Ich bin zwischendurch ein bisschen rumgeirrt. Und dann ist das jetzt, glaube ich, so am besten. Ich denke mal, dass das jetzt kein großer Fehler ist, dass wir jetzt das ganze Erz weggehauen haben. Denn meine Idee ist jetzt eigentlich, dass wir jetzt, was Rüstung angeht, kriegen wir eh nichts Besseres mehr. Und ich denke auch, dass wir jetzt, was Waffen angeht, nichts Besseres mehr kriegen. Wir haben sehr viele Tränke, also ist die Frage, ob wir überhaupt noch Erz brauchen. Ist jetzt einfach mal so meine kühne Hypothese. Und ja, also damit sollten wir jetzt gut Schaden austeilen. Wir teilen auch ganz gut Schaden aus. Wir werden das gleich mal an den Raptoren oder an den Snappern mal ausprobieren. Wie gut das jetzt zuhaut. Und wenn wir kritisch treffen, meine ich, kriegen wir einen One-Hit hin. Und ansonsten brauchen wir zwei Schläge und dann ist so ein Snapper dann auch weg. Und die Snapper machen auch gar nicht mehr so viel Schaden jetzt bei uns. Das ist halt auch nochmal wirklich richtig gut. Und wir haben ja auch noch in Stärke investiert gehabt. Hoffe ich, dass wir das schon gemacht hatten in der letzten Folge. Ja, hatten wir. Perfekt. Was ich übrigens auch bei meinem Spielstand rausgefunden habe, ich weiß nicht, ob wir da gleich hinkommen. Dass man jetzt auch Armbrust lernen kann. Und zwar bei dem, wo wir vorher den Bogen gelernt haben, zum Neuer. Und der verkauft Armbrüste, beziehungsweise zum einen verkauft er Armbrüste, die bis zu 90 Schaden machen. Ja, also das ist schon enorm. Und bei ihm kann eben auch das Lernen, Armbrust zu schießen. Ja, da ist halt die Frage, ob man das machen möchte oder nicht. Ich würde mich, glaube ich, jetzt doch lieber auf Stärke konzentrieren, weil 90 natürlich schon enorm ist. So, hier ist noch ein Ring, das ist sicherlich gut. Und ein Trank. So, dann haben wir das hier nämlich auch mal fertig gemacht und haben den Weg hier jetzt freigeräumt. Na. Da ist noch einer. Jetzt müssen wir es aber haben. Speichern. Okay. Was ich auch nochmal probiert hatte, ich war nochmal bei Diego, um zu gucken, ob man mit dem nochmal reden kann, dass wir jetzt alle oder allen Bescheid gesagt haben. Das hat aber nichts gebracht. Man kann bei ihm immer noch Sachen lernen, aber mehr hatte er nicht zu sagen. Also man konnte ihn auch wirklich nicht darauf ansprechen, nach dem Motto, ich habe jetzt allen Bescheid gesagt. Also wird da sicherlich irgendwann nochmal was getriggert werden. Zu gegebener Zeit. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich nicht mit den Sachen durcheinander komme, die ich halt gemacht habe und die ich in der Folge davor gemacht habe, da das der gleiche Aufnahmesession ist. Weil es jetzt halt doch wieder eine Stunde her ist. Beziehungsweise etwas mehr als eine Stunde. Waren wir in der Höhle da hinten schon drin? Ist auch echt komisch. Also Stromausfall hätte ich, so einen Stromausfall hätte ich schon lange nicht mehr. Waren wir hier schon? Scheinbar nicht. Ist noch ein Trank. Noch ein Trank. Kein Skelett, das auf uns zurennt. Die Truhe ist schon offen. Oh, zwei Dietriche, das ist richtig gut. Ja, den kann man ja noch, konnte man ja noch mal ganz gut mitnehmen. Noch mehr hier, da ist noch Drachenwurzel.
Mehr scheint hier gerade nicht zu sein. So einer ist da noch. Kriegen wir den jetzt klein? Ausprobieren. Ja, guck mal. Ich will jetzt hier so einen Schattenläufer klein kriegen. Der Hammer. Okay. Dann einmal kurz auf die Karte gucken. Ich komme nämlich mit so Süden und Norden immer so ein bisschen durcheinander auf dieser Karte. Wenn wir jetzt hier folgen, müssten wir auf einen Weg treffen. Den nehmen wir. Nach rechts dann. Das ist der Weg hier. Dem folgen wir jetzt in diese Richtung. Ja, aber die Karte, die ist echt so gut. Also für mich das Spiel ohne Karte wahrscheinlich nicht spielbar. Ach, hier sind wir wieder. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind wieder hier. Mal gucken, ob wir hier durchkommen diesmal. Wir müssen halt in den Süden. Wenn wir es nicht schaffen, müssen wir eben entsprechend am Lager vorbei. Aber das würde mich jetzt schon interessieren, ob wir jetzt mit dieser Waffe... Ja, wir haben eine Chance. Aber wir müssen nochmal. So. Okay, halt, aber wir müssen uns vorher aufladen. Können wir immer die Pilze noch essen? Kannst du... Wobei, warum eigentlich? Eigentlich haben wir so viele Tränke. Zack. Zack. Schwer ziehen. Ich speichere nochmal. Jetzt kommt einer an. Alter! Der blockt das weg. Das ist frech. Okay, Nummer 1. Guck mal, wie gut das jetzt geht. Das sind die Kämpfer. Nicht die Speer, sondern die Kämpfer. Alter. Das hat sich so gelohnt zu investieren. Da hatten wir vorher null Chancen gegen. Egal, ich hau mir das Zeug jetzt rein. Ich bin mir ja zu geizig für Tränke. Aber wir haben es halt. Warum also nicht benutzen? Wahrscheinlich stürzt mir das Spiel gleich wieder ab, weil ich zu oft speichere. Okay, da müssen wir jetzt warten, bis die kommen. Nicht, dass wir dann noch gegen die Hunde mitkämpfen müssen. Ja, das ist echt kein Vergleich zu vorher. Das ist die Waffe, die wir gebraucht hätten, von Anfang an schon. Also, naja, wisst, wie ich das meine, ne? So. Also hätten wir beim letzten Mal schon gebraucht. Ich weiß noch nicht, ob wir sie da schon bekommen hätten. Aber da sollten wir ja hier auch noch gar nicht hin. Das muss ich schon wieder speichern. Da war das ja noch nicht unser Gebiet, wo wir hin mussten. Na? Hat jemand Bock? Wir auch noch die schlechtere Rüstung. Das kommt ja auch noch dazu, dass wir jetzt eine bessere Rüstung haben. Okay. So, nochmal auf die Karte schauen. Wir sind hier. Da können wir nochmal ein bisschen Kram einsammeln. Meine Mod ist kaputt. Oh, das hat mir jetzt echt auch einige Mods zerhauen. Also ich sehe, wenn ich V drücke, nicht mehr. Funktioniert das mit der Fackel noch? Nee, funktioniert auch nicht. Jetzt zwei wichtige Mods, die raus sind. Okay. Okay, wir werden jetzt weniger sammeln können. Jetzt muss ich die Mod nochmal nachinstallieren. Aber krass, durch den Stromausfall hat er mir die Steuerung zurückgesetzt. Also da muss irgendwas hier in den Spielerteilen kräftig beschädigt worden sein. Okay, da sind die beiden Kollegen wieder. Die ihr gesagt haben, geh nicht in das Ortgebiet. Genau, aber hier müssen wir jetzt durch. Ansonsten läuft man eben am Lager dran vorbei und kommt dann dahin. Aber wir können jetzt hier eben auch die Erfahrungspunkte mitnehmen. So, und jetzt vergleicht man ein... Oh Gott, das ist nicht zu viel. Okay.
jetzt kommt der Ork hinterher. Das ist natürlich ganz großes Kino. Das werden wir nicht schaffen. Dafür ist es halt doch zu hakelig, der Kampf. Dafür ist der Kampf dann doch zu hakelig. Ah, dass die Mod nicht mehr funktioniert, mag. Oder kann ich das in den Tastatur? Ah, hier unten. Genau. Fackel benutzen. T. Gegenstände orten. V. Ja, easy. Jetzt geht's wieder. Wie gesagt, da war einfach die Steuerung einfach nur komplett zurückgesetzt. Weil Steuerungsmods natürlich nicht so prickelnd ist. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir vielleicht erstmal nur die Orks da hinten weghauen. Ich jetzt einfach mal hier hingehen. Weggeblockt hat. Das ist nervig. Okay, wir sammeln erstmal nichts ein. Wir kämpfen erstmal nur. Aber ich möchte das hier jetzt aufräumen hier. Clearen, wie man ja so schön neudeutsch sagt, ne? Geblockt. Muss man weg. Gar nichts. Knapp. Das war mal so richtig knapp. Das ist ein großer Trank. Okay. So, jetzt sammeln wir erstmal den ganzen Kram hier ein. Oder auch nicht. Okay. Speichern wir ruhig nochmal. Oh, da kommt ein Hund. Das ist so gut. Ein Hund ist gut. So, dann speichern wir nochmal. Und jetzt gucken wir mal, ob wir es mit der Horde hier aufnehmen können. Die sind jetzt halt in der Masse wieder gefährlich. Okay, das mit dem Baum ist ziemlich cool. Ah, der hat ihn da hinten ausgewählt. Aber jetzt wählt er irgendwas aus. Irgendjemand, der am weitesten hinten steht. Das ist nicht hilfreich. Habt ihr gesehen, ne? Da war immer der hinten ausgewählt und da vorne ganz viele andere, die dann das blocken. Schaffen wir nicht. Also, so wird das nix. An seine Grenzen, nicht? Ja, wenn wieder. Aber es war schon besser. Keine Ahnung, ob das hier noch was wird. Haben wir mal ein Instagram. Schnell heilen können. Speichern. Runde 2.
Vielleicht brauchen wir doch noch mehr Tränke als die, die wir haben. Okay, das war schon ein heftiger Kampf. Und ja, ich bin diesmal etwas anders gegangen, als ich beim letzten Mal gegangen bin. Und ich finde es gut, dass wir jetzt hier lang gegangen sind. So. Dann gucken wir jetzt hier hinten nochmal nach Blümchen. Seraphis. Und dass das Stromnetz jetzt hier hält. Das war nämlich auch ganz strange. Dann war der Strom weg, dann war er schnell wieder da, dann war er wieder weg. Dann war ein paar Minuten Ruhe, dann war er wieder da. Und dann war er länger weg. Ah. So. Was haben wir da noch? Orgblatt. Ah, okay. Ich muss gleich mal speichern, weil ich nicht weiß, ob die mich da angreifen. Sind ja nicht alle aus dem neuen Lager so blöd, aus dem alten Lager so blöd geworden. Nee, passt. Okay, wir speichern. Da hinten haben wir noch einen Hund. Und jetzt wollte ich hier mal gucken, weil hier hatten wir ja, als wir hier mal so durchgejumpt sind, jemanden gesehen, der hier stand. Und ich würde gerne mal gucken, ob der immer noch da ist. Ist aber nicht. Ist nicht. Krass. Hier ist ein Bett, aber hier wohnt jemand oder hat jemand gewohnt. Guck, was wir da gekriegt haben. Irgendwie sowas hier, ne? Axt wahrscheinlich. Axt oder verwitterte Axt. Bett. Wobei, wir können jetzt nochmal bis zum nächsten Morgen schlafen. Das ist eigentlich keine schlechte Sache. Das ist übrigens so ein bisschen der Nachteil, ne, an dieser Mod, dass dann auch Betten und so weiter komplett überwuchert sind mit Gras. Okay, wir gucken nochmal, wo wir sind. Dort sind wir. Okay, wir müssen jetzt halt Richtung Süden weitergehen. Aber man kann jetzt schon mal wieder sehen, wie viel stärker wir wieder geworden sind mit der Rüstung und mit der Waffe. Denn vorher hatten wir hier, haben wir keine Sonne hier gesehen. Ne? Ich erinnere mich noch dran, wie wir hier waren. Und es ging einfach gar nichts zu Rande. So, gehen wir jetzt gerade aus oder etwas? Wir müssen tendenziell geradeaus bis links. Geht beides, würde ich sagen. Ich fühle mich, glaube ich, wohler, wenn wir jetzt geradeaus weitergehen. Weil da ging es ja hier diesen Berg hoch oder zu dieser Festung. Ich weiß nicht, ob wir da hin wollen. Ich glaube eher nicht. Jetzt haben wir halt keine Karte. Ich weiß ungefähr, wo dieser Turm ist. In welchem, also der ist halt hier in diesem Gebiet. Wir sind jetzt hier richtig im Orkgebiet. Da ist der Turm. Würde ich sagen. So, mal gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Und wahrscheinlich müssen wir uns, also da kommen wir halt nicht hoch. Aber wir kommen hier runter durch. Das könnte funktionieren. Oh Gott, was bist du denn? Den kennen wir noch nicht. Okay, wir gucken mal, ob wir hier durchkommen. Ich mach nochmal F5 hier. Puh, was bist du für ein Dino? Ein Feuerwaran. Ah, da kann gar nichts.
kann ja gar nichts. Zum Glück. Razor. Oh, die sind neu. Okay. Das ist ein Snapper, aber es gibt noch eine Raptor-Art. Okay. Den ist nicht so zu spaßen. Umlaufen wir, glaube ich, nächstes Mal. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen, wenn wir dann hier einen Weg zu dem Turm suchen. Bis dann!